Der TVB-Kader der kommenden Saison wird immer konkreter. Der 2,09 Meter große Rückraumspieler Dominik Weiß verlängert um 2 Jahre. Der Vertrag von Kreisläufer Manuel Späth hat sich dank einer Option automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Nach der Verjüngungskur, also 2 Spieler, die für Erfahrung stehen. Ihre Bedeutung in der kommenden Saison wird noch größer werden. Ja, sie werden noch mehr Verantwortung übernehmen müssen, müssen auch die neuen Spieler integrieren. Und deshalb sind wir froh, dass wir 2 so erfahrene Spieler halten konnten. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass einfach manche Spieler die Mannschaft schon länger kennen, um den neuen Spielern einfach auch eine gewisse Richtung vorzugeben, in die es gehen soll. Und was auch unser Konzept ist, das muss vermittelt werden, das kann nicht nur der Trainer machen, das müssen auch Spieler machen und dementsprechend wird das nächstes Jahr sehr spannend. Dominik Weiß wechselte bereits 2009 zum TVB und geht in der kommenden Saison in seine 11. Spielzeit für die Wild Boys. Es war eine super Chance damals, in Zweitliga Südzeiten noch und eben dieses Wachstum mitzugehen mit dem Verein hat mir halt auch die Möglichkeit gegeben, Schritt für Schritt zu wachsen und nicht irgendwelche großen Sprünge nochmal reinzumachen und das war sehr angenehm und war für mich auch eine große Chance. Mit Manuel Späth bleibt dem TVB ein erfahrener Haudegen, ein echter Dauerbrenner erhalten. In 11 Jahren hat Manuel Späth 470 Pflichtspiele für Frisch Auf absolviert und dabei nur ein einziges bei der Geburt seiner Tochter verpasst. Trotzdem, seit 2017 ist Urmel, wie ihn die Mitspieler nennen, ein Wildboy und hat nebenbei auch hier noch kein einziges Spiel verpasst. Auch wenn es für ihn nach wie vor eine besondere Partie ist, Späth möchte am Sonntag einen Heimsieg feiern. Ja, sie spielen eine sehr gute Runde, auch eine konstante Runde. Haben jetzt vielleicht einen kleinen Ausrutscher gehabt zu Hause gegen Melsungen, aber umso schwieriger wird es natürlich am Sonntag. Da wollen sie sich vermutlich die 2 Punkte wieder zurückholen. Aber klar, in einem Derby, da wollen wir auch wir am Ende als Sieger vom Platz gehen. Und da müssen wir aber eine sehr konzentrierte und vor allem über 60 Minuten konstant gute Leistung abrufen. Ein paar wenige Restkarten gibt es noch und auch die Chance für 40 Euro den TVB und den VfB gegen Hannover zu sehen. Infos dazu gibt's auf der eingeblendeten Homepage.